Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jawohl, jawohl, wir sind hier immer noch in der Vault 88 und ich weiß nicht, ob ich weiterbauen soll. Ich hätte schon Bock drauf, ehrlich gesagt, weiterzubauen, weil es schaut jetzt mittlerweile doch besser aus als bei unserem ersten Versuch. Es fängt schon langsam an, etwas zu werden, nach etwas auszuschauen. Mir persönlich gefällt es, muss ich ehrlich sagen. Wobei ich hier noch am Überlegen bin, ob ich die Wand nochmal rausreiße und so wie hier eine mache, die gleichmäßig hoch ist. Das wird vielleicht noch besser ausschauen. Ich weiß, ich wollte heute eigentlich etwas machen, was wir noch nicht gemacht haben. Sprich mal nach draußen zu gehen, die Quest zu machen. Ich denke, ihr habt es euch auch verdient, dass wir das mal machen tun und in der nächsten Folge vielleicht wieder weiterzimmern. Hier, weiterzimmern. Dann gehe ich mal die Powerrüstung holen. Ohne die werde ich wahrscheinlich nicht viel erreichen. So, ankleiden. So, gut, wusch. Sehr gut. Ich hoffe, Sie haben noch Fusionskerne übrig. Ich habe keine Ahnung. Jetzt, wo du es sagst, habe ich noch welche? Wo waren die eigentlich drinnen? Hilfsmittel? Na, oder? Diverses? Sind die bei Hilfsmitteln drin? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube nicht, oder? Diverses vielleicht? Na. Ich glaube, wir haben gar keine mehr, oder? Das könnte so einiges erklären. Ah, wohl doch, Fusionskern, um Gottes Willen. 32, ah, da haben wir noch genug. Da, wir haben genug. Na, nicht erschießen. So, nicht wohl nicht mal. Gut, wir können heute machen. Eine Quest können wir machen. Entweder machen wir das Wasserloch. Besorge dir die chemische Forschungsdaten von Halluzigen Inc. Was? Halluzinogene sind das, ne? Wie heißt das? Wäre das oder wir erkunden den Vault weiter? Aber ich glaube, vom Vault haben wir momentan genug gesehen. Sind wir schon bald eine Woche da unten. Es wird Zeit, dass wir mal wieder ja, das Sonnenlicht genießen dürfen, wollte ich sagen. Tja, also raus hier. So, zack, zack, zack. Wir können ja jederzeit wieder herkommen. Spätestens dann, wenn wir die Quest beendet haben. Die eine da. Dann können wir wieder weiterbauen, auch wenn ihr überhaupt Bock drauf habt. Sonst werde ich die irgendwann mal, also dass ich die einfach stehen, so, halt stehen, so wie sie ist, und werde mir irgendwann mal im Privaten darüber hermachen. Jo. So circa in etwa. Aber da ihr mir schon ein paar Mal geschrieben habt, ihr mögt gerne Baufolgen, vielleicht habt ihr doch Bock, mir weiterhin beim Failen, ich meine beim Bauen der Vault auch 88 zuzuschauen. Jo. Aber zuerst einmal gehen wir mal was anderes machen. Ja. Das habt ihr euch verdient, meine kleine Abwechslung. Das ist echt übel. Jetzt war die Vault 88 auch ein DLC, glaube ich, ne? Ich habe den Überblick verloren. Es gab so viele. Aber das könnte durchaus ein DLC sein. Aber ich glaube schon, das kam mit der Vault-Baugeschichte und so mit, ne? Müsste schon so passen. So, wieder mal die Pipi-Suppe haben wir da. Ja, wir müssen eigentlich wohin? Ah, die Vault-Werkstatt, jawohl. Aber wir müssen dahin. Gut, dann können wir uns mal hierher porten. Super ist das. Fein, fein. Und dann marschieren wir mal frisch, fröhlich drauf los. Ach so, schrottmäßig habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ich glaube, wir haben alles ausgeräumt, ne? Wir haben jetzt ja nur gebaut eigentlich die ganze Zeit. Bei meinem Baugenie könnte ich ja ein Minecraft-Let's Play machen, oder? Da bekommt 100 Wasser gleich eine neue Bedeutung bei mir. Wenn die Blöcke nicht so schön gerade wären, würde ich es eh hinbekommen, dass alles schief wird. So, ja.
Gut, wohin? Warte. Ich schalte mal die Quest hier aus, dann sehe ich besser. Dahin, aber nicht da rein. Na, da rein nicht. Darauf. Was? Ach, halt mal kurz die Klappe. Ich hab was gehört. Oh Madonna. Du bist ein Arschloch-Geschützturm. Ein richtig Dreck. Was machst du denn? Du sollst laufen. Nicht da deppert stehen bleiben. So, ist jetzt Ruhe. Redet der mit mir? Da ist ja jemand. Ein Räderabschaum. Der ist mal weg. Der da ist auch gleich weg. Und da hinten. Okay, haben wir sonst keinen mehr. So, der ist auch weg. Da ist noch so ein Gratler. So. Und in den Arsch geschossen. Was war denn das jetzt gerade? Die war leicht wie eine Feder. Der Traum einer jeden Frau. Gehen zu können wie eine Elfe, auf Zehenspitzen dahinschwebend. Ja, bis man dann in irgendwelchen Spielen als Geister bezeichnet werden. Was? Ja. Was? Ich werde gewinnen, auf jeden Fall. Was ist das Labortisch? Arschkopf, wo bist du? Was ist denn der zu durch die... Ach, schau, da ist er ja. Servus. Und 4D. Mei, ha, wie er dem Overboss zu Füßen liegt, ist ja Wahnsinn, ha? Gut erzogen, der Bengel. Gut erzogen, kann man nichts anderes sagen. Ich brauche Licht. Wer redet da mit mir? Hm? Wer redet hier mit mir? Ich habe keinen Schimmer. Wo bist du denn, du Kradler? Na, wo bist du? Kuckuck, bist du am Scheißhaus? Nö. Der ist wahrscheinlich schon fertig. Ich hoffe, er hat sich die Hände gewaschen. Hast du dir die Hände gewaschen? Wenn nicht, muss ich dich leider dafür erschießen, weißt du? Und das wäre doch wirklich schade um dich, oder? Du könntest ja auch noch Buße tun. Da draußen ist wer? Bitte, wo reden die denn? Wo bist du? Raider Plünderer. In der Wand. Ach, da ist er. Servus. Tschüss. So, nächster. Kuckuck, ei, wo sind sie denn? Jo, scheint schon alles zu sein. Hey, da. Du kannst ihm doch nicht den Fuß ausreißen. Das tötet Menschen. Was? Echt? Na komm, handeln. Ach, Gott sei Dank, wir haben sie ausgeräumt. So, lala. Das werde ich vielleicht... Habe ich solche Muni schon irgendwo? Na, aber könnte man theoretisch behalten, das Teil hier. Ah, derweil haben wir eh genug Zeugs. So sieht er mal halten. So, la 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 la. Aha. Was habe ich da? Irgendwas habe ich da jetzt gerade abgelegt. Was war denn das? Was habe ich getan? Den schwarzen Cowboy-Hut habe ich. Oh Gott. Na na, den werde ich schon noch behalten. Und dann kann sie noch den Schrott schleppen. Viel haben wir eh nicht. Ja. Das tut schon mal. Danke. So. Ist jetzt hier Ruhe oder was?
Schaut gut aus. Wo müssen wir jetzt hin? Irgendwie darüber. Und da soll es sein. Ich muss mal auf die Karte gucken. Echt, wahr? Mhm. Schaut nicht so schlecht aus. Das ist nur die Frage, ob man... Ja, ich glaube, da kann man auch durch. Hast du Angst? Nein. Was? Das ist doch scheiße. Redest du mit mir? Ich bin der Overboss, du Arsch. Boah. Warum rauchst du so? Warum rauchten sie so? Was? Was ist denn das jetzt? Ich geh mal rein. Aha, da ist was mit der Railroad. Habt's gesehen? Das ist da was, so ein Kürzelzeichen wieder von der Railroad. Verstehst? Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Oh je. Das ist natürlich... Was war's? Was war's? Hallo? Den schießen wir gleich ins Kreuz. Den schießen wir auch ins Kreuz. Na, irgendwie. Jawohl! Was ist mit denen los? Was ist mit denen los, Alter? So schlagen die sich gegenseitig. Ah, wahrscheinlich wegen dem Gift da, dem Gas, sind sie deppert worden oder was? Die wissen nicht mehr, wer Freund und Feind ist. Das ist allerdings eine Möglichkeit. Was? Hat er gerade Sau zu mir gesagt? Wiederhole, ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte ja, das Gebäude umgehend evakuieren. Geht schon. Wo kommen wir da jetzt rein, zu dem Deppen? Ich glaube, das müsste unten weitergehen, oder? Eda, komm, folge mir. Da, ja. Alter. Alter, wo geht's denn da lang? Au! Was wäre? Da drüben? Hey, du Sauwarm. Entwisch ich so nicht. Ist gerade, aber ist gerade. Ja! Da ist ein ist eine Hand. Ich werde bald wieder. Was? Hallo! Tut man das? Nein! Da, da Ruhe ist. Wiederhole, ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Ist schon gut. Mach mal schon. So, was könnte hier stimmen? Boah, das sind wieder viele Begriffe. Nein. Nope. 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 Scheiße. So. Zwischen was looten die paar Sekunden und dann nochmal probieren. Geht schon wieder? Schaut gut aus. Geht das? Oh, das ging jetzt aber schnell. Nein. Nein. Geschafft. Jawohl, geschafft. Super. Notfallmeldung. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Das Gebäude umgehend evakuieren. Das haben wir doch gerade gehört. Aktueller Prototyp aktivieren. Bitte das Gebäude evakuieren. Test wird gestartet. Bitte treffen Sie entsprechende Entscheidungen. Dingens. Hm.
Information des aktuellen Prototyps anzeigen. Zugriff auf Prototypgerät erledigt. Nicht tödliche Unterdrückung des Ziels durch elektrische Entladung. Aha. Laborberichte ansehen. Ein chemisches Leck wurde festgestellt. Was du nichts schreibst. Verlassen Sie umgehend das Gebäude. Ich will aber nicht. Laborbericht. Halluzinogengas. Testprotokoll 59211-01. Bla bla bla. Bla bla bla. Bericht 2 von 5. 1 von 5. Testsubjekt starb an Herzversagen. Testsubjekt wurde im. Also von 4 von 5. Testsubjekt wurde im. Ein chemisches Leck wurde dadurch entstehend das Gebäude Handgemenge evakuieren. Getötet. Also das hat er gerade mitprotokolliert. Der 5. von 5. Testsubjekt erlitt nach dem Kontakt mit dem Gas Risse der Nebenniere, die zu Halluzinationen unter unberechenbarem Verhalten und gesteigerter Aggression, Raserei führt. Haben wir gerade überhaupt nicht mitbekommen. Das Subjekt durch die Granatexplosion verwundet. Eines davon schwer. Ja. Ähnliches Ergebnis wie bei vorherigen Tests, bei denen für einen Einsatz nötigen Konzentrationen treten massive Risse der Nebenniere auf. Es wird empfohlen, die chemische Zusammensetzung zu ändern. Ach, nicht der Ernst. Auslöscher? Was ist ein Auslöscher? Wie viele Testobjekte? 50 Wiederhole. Insgesamt? Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend biochemische evakuieren. Schadstoffe neutralisiert. 3 von 3 Testsubjekte wurden tödlichen Strahlungsdosen ausgesetzt. Testkammer stark verstrahlt. Alle Platten und Isolierungen ausgetauscht. Neukategorisierung für Forschung an tödlichen Waffen ist in Betracht zu ziehen. Die derzeitige Stromversorgung des Auslöschers benötigt weitergehende Entwicklungsarbeiten. 2 Tonnen Gewicht sind für die Verwendung im Einsatz zu viel. Aha. Wo kommt jetzt die wieder her? Kann man die jetzt ausschalten? Ausschalten. Was war das? Ich hab's nicht gelesen. Scheiße. Da war was. Ein Buch. Irgendwas. Ein Heft. Ein tolles Heft. Irgendwas gelernt schon wieder. Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Wir wissen das. Da ist noch was zum Entsperren. Bah, auf Anhieb geschafft. Ich glaube, die Spinne. Was? Hallo? Boah, wie hält das aus? Aber so nimmer. Lalalala. War jemand hier? Ich habe nichts gemerkt. Ein Ordner? Ich sehe schon, da kommen, dass wir hier total überladen wieder rausspazieren dürfen. Hey, wer bist denn du? Oh, wollen wir Freunde sein? Nein. Aber wieso denn nicht? Hab keinen Bock. So, lala. Haben wir hier noch irgendwas Tolles? Was zum Teufel? Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Ja, mach mal später. Gut, da ist gar nichts. Was? Wer? Wo? Halt! Du Würstel, ich seh dich. Was? So. Was? Wie? Hä? Ich bin überladen. Wie schön, Edda. Hey, meine Gute. Was kann ich für dich tun? Schleppen bitte. Freut mich, Ihnen helfen zu können. Oh, das ist aber nett. Das ist immer nett. So. Ja und ja und ja und ja und ja und ja und ich habe dir einen Teil zu viel gegeben. Das hätte ich gern zurück. Irgendwas mit 200 Damage. Das war's, glaube ich. So. Kleidung, hier und das und dieses und jenes und das und das und das und das. Und Edda ist voll wie ein Christbäumchen. Bitte das Gebäude evakuieren. Ja, kannst du mal alles haben. So, was geht noch? Wir sind bald viel zu voll.
Viel zu voll. Viel zu voll. Ein Kaffeekaudel. Na komm her, du Flauschen. Die Flasche will nicht. Dann bleibst halt da. Selber schuld, wenn du nicht bei deinen Freunden bleiben willst. Und kurz ducken wegen Gluten. So. Hier ist... Da haben wir noch was Schönes. Schrottpatrönchens. Jawohl. So. Ich werde jetzt wieder zwecks Gewicht sparen, auf die Rüstungen verzichten. Wie gesagt, von denen kriegen wir eh nicht so viel. Und ja. Was haben wir da? Bitte das Gebäude evakuieren. Ja. Nein. 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 Oh, doch, richtig. Gott sei Dank. Protektronsteuerung. Mhm. Ja, das wissen wir schon. Aktivieren. Ja. Persönlichkeitsmodus. Rechtsvollzug. Erste Hilfe, ha? Machen wir sowas mal. Und tschüss. Was? Wieso geht das Schwert dann los, wenn ich dann noch fertig bin? Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Ich muss mal da durch. Ey, da hat schon alles kaputt geschlagen, ne? Ja, freilich, da links ja schon alle beide. Das nehmen wir mit. Fusionszellen und das nehmen wir mit. So, mehr tue ich dabei nicht. So, aus purer Absicht. Edda, was habe ich dir gesagt? Zwecks Erfahrungspunkte und so? Ich wollte doch nur helfen, Ma'am. Ich weiß, aber trotzdem. Du weißt, was ich doch gern habe, oder? Ja, trotzdem. Ich wollte doch nur helfen. Ach ja, Edda. Ich kann dir halt nicht böse sein. So, wo geht's hier lang? Und wir fallen jetzt wieder rum. So, bam. Der ist weg. War da jetzt noch jemand? Bitte das Gebäude evakuieren. Wo ist denn der Trampel? Trampeline, wo bist denn du? Da ist der Trampel. Ein legendärer Gunner. So viel zu legendär. Ui. Hi. Des Jägers Lederrüstung rechter Arm reduziert den durch dir verursachten Schaden um 15%. Boah. Ah, nicht schlecht. Auch nicht schlecht, Herr Specht. Was haben wir da noch Schönes? Technische Dokumente. Also wenn wir mal wieder zu den Paladinen kommen, der muss sich freuen. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Ja, ist eh keiner mehr da. Was war das jetzt? Scheiße. Geht der? Der geht. Hm, was haben wir denn da Schönes? Finanzdaten, drittes Quartal. Entwurf 1. Halluzigen Inc. Veröffentlichte Finanzen des dritten Quartals. Entwurf 1. Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Wahrscheinlich die offiziellen Zahlen, ne? Halluzigen Inc. meldet im dritten Quartal einen Netto- Betriebsverlust von 1,5 Milliarden. Puh. Halluzigen kann sich im dritten Geschäftsjahr befindet. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Jaha. Weltweit führend bei der Herstellung von modernen, nicht tödlichen Technologien für Polizei und Militär zu sein. Eric Rice, Präsident und CEO von Halluzigen
wahrscheinlich irgendwas so ein Oberdings, sagte, dieses Quartal war aufgrund maßgeblicher Verzögerungen in verschiedenen großen Produktreihen schwierig. Trotzdem sind wir optimistisch, dass das Potenzial unserer Forschung anbelangt und hoffen in den nächsten beiden Jahren auf einen positiven Kapitalfluss. Ja. Nur die nächsten beiden Jahre, die darauffolgenden. Und jetzt das Offizielle, ne? Der zweite Entwurf. Halluzigen Inc. freut sich im dritten Quartal einen Umsatz von 1,1 Milliarden bekannt zu geben. Bist du deppert. Wiederhole, Halluzigen, ein chemisches Leck wurde entdeckt. Dass sich im Bitte dritten Geschäftsjahr befindet, strebt an weltweit führend bla bla, Technologie, Polizei und so weiter. Eric Rice, Präsident der CEO von Halluzigen, sagt, unsere langfristigen Verträge haben für eine solide finanzielle Grundlage gesorgt. Angesichts der aktuellen politischen Lage, rechnen wir in den nächsten Monaten und Jahren mit einer großen Nachfrage bei unseren Produkten. Gut. Ja, freut mich. Freut mich für euch. Hat sich ja nicht viel gebracht. So kann man auch sein Betrieb runterwirtschaften. Ganz einfach und unkompliziert. Jupp, da hast du recht. Waren wir jetzt hier schon? Da waren wir kurz, ne? Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Sie auf weitere Anweisungen Ihres Laboraufsehers. Muss ich darüber? Ja, gehen tut's. Hiya! Hiya! Servus. Wer schlägt sich denn hier den Kopf ein? Ich will auch mitmachen. Da ist einer. Hallo! Apropos Kopf. Na du? Na, wo bist du denn? Alter, was? Bitte was? Was für eine böse Katze? Ja! Oh, hoppla. Wiederhole, ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Das gibt's ja nicht. Wo sitzen die alle? Aha. Bla 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 bla. Ich probier's mal hier. Ist verkehrt? Na, jawohl, verkehrt. Das verkehrt. Verkehrt. Ach komm, Hupfengatsch. Ich will auch mitprügeln. Alter. Alter. Bitte, was geht denn da ab? Da bebt das ganze Haus, wenn die sich verprügeln. Zack. Schneller. Zack. Zack. Wieder nix. Gekommen. Ich habe jetzt auch kein Glück oder was. Ich will das Schloss öffnen. Da ist nichts drin. Was ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude so evakuieren. Ja, ja, ist schon gut. Perfekt. Das nehmen wir noch mit. Der wie eine Katze, oder? Miau. Darf ich jetzt bitte richtig liegen? Nein, nein, nein. Geh komm, du Arschkopf. Jetzt will ich mal auf der anderen Seite dann. Das gibt's ja nicht, da komme ich viel zu spät. Bip, 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 jawohl, endlich. Auf da! Hä? Mann, so die Tür nicht aufgemacht, ne? Ach komm. Immer Mutter. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Na, da rein. Boah, das ist heftig. Das geht sogar mir an. Was so?
Ein Gunner-Kommandant. Na, was klickst denn du an, bitte? Hier. Was? Alter, Alter, Alter! Was ist denn das schon für Klumpert? Hör auf, du Scheißfalle! Wo prügelt sich denn da jemand? Du Kerl! Erwischt habe ich dich! Ja. Und der letzte. Bam. So, das haben wir mit. So, ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Was haben wir hier schon? Chemische Forschung aus Vault 88. Halluzigenschlüssel, Kronkorken, das nehmen wir mal alles mit. Das passt, glaube ich, schon so. Und wo schlagen sich jetzt noch die anderen die Köpfe ein? Super, da liegt so viel. Ich komme da nicht hin. Hui, ja! Alter! Irgendwo prügelt sich da wer, es wackelt hier alles, aber ich kann da irgendwie nichts und so. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Warte, ich schmeiß bitte hier. Das Gebäude evakuieren. Ich schmeiß hier die doofen Rüstungen rein, die braucht keine Sau. Die braucht echt niemand. Die behalte ich noch. So, jetzt geht's besser. Ein bisschen halt. Alter, das ist Gift, ne? Da ist eine Tür. Kann man dieses Kackgift nicht irgendwie abschalten? Hier wahrscheinlich. Komm. Mann, du Kackding. Heute habe ich kein Glück. Bitte das Gebäude evakuieren. Gusch. So, nochmal. Bin durch. Jawohl. Ah, ich Depp. Ich vergesse das immer. Ich will da schnell klicken. Dekontaminierung starten. Bitte was? Zugriff auf Dekontaminierungsarchen. Abgeschlossen. Initialisierung des Dekontaminierungsprozesses abgeschlossen. Dekontaminierung läuft. Bitte weisen Sie das Personal an, die Dekontaminierungskammer zu betreten. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Verlassen Sie umgehend das Gebäude. So, jetzt müsste aber passen, oder? Ja. Schön. Super, da wär's auch hergegangen. Na toll! Das habe ich wieder fein gemacht. Fein habe ich das hinbekommen. Wo prügeln die denn sich bitte? Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Ich weiß nicht, wo die sich verprügeln. Ich habe keine Ahnung. Das muss irgendwo noch oberhalb sein. Das sowas gibt echt. Auf jeden Fall dürfen wir schon wieder abhauen. Wow. Super. Ich denke, ich soll mal auf den Boden schauen. Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Wow. Jetzt gehe ich nochmal raufschauen. Das gibt's nicht. Irgendwo müssen die doch raufen. Willkommen im Beobachtungsbereich von Hallucigen.
An den Fenstern können Sie eine Vorführung unserer in Entwicklung befindlichen Produkte sehen. Aha. Ja, schön. Wieder Passwort. Na, was tue ich? Ja. Was drücke ich denn da? Schau, auf Anhieb richtig. Beobachtungslabor. Der Ablauf dazu. Begrüßung der VIPs, Vorstellung von Halluzinogenen und von wichtigen Produkten. Aktivierung des automatischen Vorführungssystems, Überwachung der automatischen Vorführung. Bei Fehlfunktion sofort eine andere Demonstration starten, um Aufmerksamkeit gezielt zu lenken. Im Fall eines katastrophalen Fehlers oder unmittelbar nach Tests mit dem Löscher werden die VIPs zu Marketingpräsentationen in bitte den das Gebäude geleitet. Evakuieren. Labore sind von Testsubjekten Blut und Flüssigkeiten zu reinigen. Nach dem Test des Löschers muss die Verwaltung kontaktiert werden, so, um die Testkammer auszutauschen. Na, da war noch was, ne? Ach, komm schon. Und Sicherheitsabriegelung beenden. Was? Beendigung des Verriegelungsvorgangs erledigt. Freigabe der Testkammer Schlösser. So, erledigt. Notfallmeldung bleibt weiterhin bestehen. Bitte evakuieren Sie alle Testsubjekte. Die Sicherheitsabriegelung wurde aufgehoben. Bitte das Gebäude ruhig verlassen. Nein. Ich muss noch mehr von der Rüstung oder so abschmeißen. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Ja, ich hau nur schnell ein bisschen Kleidung noch weg. Meine Güte, habe ich jetzt wohl meinen Cowboy-Hut nicht weggeschmissen? Ich hoffe. Da. Kann ich denn noch irgendwas entbehren von dem ganzen Zeugs, was wir hier tragen? Waffen vielleicht noch? Irgendein billiges Klumpert, was wir eh nicht brauchen? Die brauchen wir nicht mehr. Die Edda hat so viele Waffen. Echt, da schleppe ich mich zu Tode. Ja! Da ist ja noch jemand. Ein Gunner-Rekrut. Da drüben schießen sie. Hallo. Was, wieso geht das nicht? Hallo, hallo. Ein Gunner-Soldat, der kommt auch weg. Da muss man das jetzt für den Schuss. Hallo, hallo. Schau mal, die hält das aus. Bitte das Gebäude evakuieren. Und du? So, geht ja. Und du? Schau dir das an. So viel treffen. Schau, machen wir es dir einfach. Geht ja. Huch. Der hat seinen Kopf verloren. Oh je. Aber bitte, wenigstens sollst du nicht deinen Kopf verlieren. Das wäre doch sicher auch anders gegangen. Immer diese voreiligen Entscheidungen. Bitte was? Servus? Du bist Buggy, oder? Trotzdem darf ich dich looten, das ist auch nicht schlecht. Das nehmen wir auch gern mit. Ich glaube, so jetzt sind wir fertig. Bitte das Gebäude evakuieren. Ist das ein Safe? Nö, hat nur so ausgeschaut. Ja, wir wissen es, um Gottes Willen. Wir wissen Bescheid. Da ist auch schon wieder ein Terminal, oder? Ist wieder was zum Entriegeln. Alter, wie viele Entriegelungsdingens haben die denn noch? Nix. Nix. Nope. Das wär's. Na, jawohl, bingo. Glück gehabt. Ja. Und weiter? Fehler. Datenfehler festgestellt. Alle Forschungsdaten werden auf diesem Gerät wurden beschädigt. Super. Wenden Sie sich bitte an einen Techniker. Ach, das ist so ein Klassiker, oder? Ist das nicht ein Klassiker? Und dann sollst du 25.000 Daten herstellen, also Speicherdingens. So. Ich will das Zahnrad haben. Danke. Bitte das Gebäude evakuieren. Eine Schöpfkelle im Spind. Da muss jemand Kochen wirklich lieben. Naja.
Zeitung. Hier geht's rauf. Das ist gut. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier ungefähr sind. Ah, da. Okay. Hab schon wieder. Was? Krummel? Ach, servus. Dich gibt's ja auch noch. Schau und tschüss. Fast tschüss. Okay. Aber jetzt ist tschüss. Jetzt muss ich mit dir nochmal runterhüpfen. Ich hoffe, du hast was Brauchbares, Schnucki. Ja, können wir eigentlich so mitnehmen. Passt, dann glaube ich, sind wir fertig, ne? Wie komme ich jetzt wieder raus? Servus. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Will ich gerade? Ich will gerade hier weg. Doch weiß ich leider nicht mehr ganz genau wie. Ja. Oh mein Gott, der Part ist schon wieder zu Ende. Müssen wir jetzt raus. Ah, da drüben, glaube ich. Halt. So, das Gebäude verlasse ich noch schnell. Alle hopp. Hüpfen. Muss den Marken hüpfen. Ich darf nicht hüpfen. Arschloch. Hier darf ich auch nicht durch. Da wird man leicht umgehalten, sage ich euch. Wieso ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Jetzt muss ich da dumm im Kreis herum. Immer dumm im Kreis herum. Lali lali la. Immer dumm im Kreis herum. La 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 la. Ja, wenn ich doch nur wüsste, wie ich hier rauskomme, dann wäre das alles so viel einfacher. Ich habe keinen Plan, ich weiß es nicht mehr. So ein Scheiß, wie ist das schwer? Ich glaube, ich renne dann raus, wenn ihr nicht zuschaut. Das ist gerade ein bisschen scheiße. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen doof. Komme ich hier irgendwie raus? Nein, das ist nur so ein Büro-Scheißding. Hier vielleicht. Komme ich hier raus? Das könnte was werden. Jawohl. Mais, das nehmen wir gerne mit. Schade, die hat nichts zu essen. Lebst du noch? Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Der ist hin und zwar... Nein, ich bin überladen. Oh, Kacke. Was? Hilfe gesucht. Halluzigen Inc. ist auf der Suche nach Personen, die uns bei laufenden Tests nicht tödlicher Technologie für Polizei und Militär unterstützen möchten. Ganz gleich, ob sie eine Karriere in der Hightech-Forschung anstreben oder sich einfach etwas dazu verdienen möchten. Diese entspannte, was? Nicht entspannt, spannende Gelegenheit könnte genau das Richtige für sie sein. Großartige Bezahlung, flexible Arbeitszeiten, keine langfristigen Verpflichtungen. Ja, weil du wahrscheinlich vorher gestorben bist. Keine Erfahrung notwendig. Bewerben, ja noch besser, ne? Dann denkst nicht nach. Bewerben können sie sich unter Hauptverwaltung im historischen Pack Bay. Bitte das Gebäude ja, evakuieren. Ich weiß. Halt die Gosch. Schnucki, du kriegst noch was. Da, diese Kackpistolen, wie gesagt, die brauche ich nicht. So, das reicht. Ich glaube, den Rest können wir gut schleppen. Da ist noch was. Oh, schmutziges Wasser, das ist gut. Wir haben sicher ein paar Zeugs übersehen, keine Frage. Aber wenn ich da jetzt wieder alles zu 100% mitnehmen möchte, buh, ja, dann brauche ich länger. So, sehr gut. Dann werden wir wohl zurückkehren im nächsten Part. Und mitsamt dem gesamten Schrott, den wir gefunden haben, das passt eh sehr gut. Dann können wir vielleicht im nächsten, wenn es sich ergibt, im nächsten Part nochmal ein bisschen bauen. Gut. Na komm, lade. Sehr gut. In diesem Sinne, ihr Lieben, bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Irgendwas ist da komisch. Und ich und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!